Ach, die ist aus dem Spiel oder was? Okay. Was haben wir denn letztes Mal gemacht? Ich glaube, wir haben Pokémon trainiert, ne? Stimmt, wir sind das letzte Mal, glaube ich, mit unserem... Oh, da liegt was. Ich glaube, wir sind das letzte Mal mit unserem Pokémon hier, mit unserem Reit-Pokémon quasi durchs Wasser gepimmelt. Und haben da so ein bisschen versucht zu trainieren. Und ich glaube, das Pokémon, was da unten ist, den haben wir noch gar nicht, ne? Pass mal auf. Warte. Den haben wir noch nicht. Was haben wir gemacht? Du wolltest Team Unlicht bekämpfen. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Guck mal, Barschuft. Den haben wir noch nicht. Stimmt, wir trainieren, glaube ich, Dingens, ne? Unsere Elektro-Pokémon, damit wir in die Wasserarena können. Ich glaube, das wollten wir machen, oder? War da nicht was? Das ist doch scheiße. Du Dreckeligen. Ach, der ist auch schon down. Okay, wir müssen Pokémon reparieren gehen. Gar keinen Sinn. Ich mache einfach mal ihn jetzt. Ich würde ihn gerne irgendwie fangen. Asami, ich grüße dich. Ich hoffe, Unwetter ist nicht allzu schlimm. Ich hoffe, Unwetter ballert nicht allzu sehr rein. Au. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Einmal den hier. Zack. Bam. Ja, wahrscheinlich, oder? So drei Killigen. Okay, pass auf. Dann probieren wir es mal. Haben wir nicht so einen Netzball oder sowas? Ja, hier. Komm, probieren wir den mal. Wieso kommt der denn gleich aus dem scheiß Ball wieder raus? Verstehe ich nicht. Aha. Juhu. Oh, toll. Pikachu kriegt jetzt natürlich kein Level. Das ist toll. Weil er tot ist. Perfekt. Jocker, ich grüße dich. So, wir haben ihn gefunden. Bekommen. So. Nein. Und ab in der Box mit dir. So, perfekt. Okay, komm, wir gehen mal Pokémon reparieren. Was irgendwie immer echt falsch klingt. Wo haben wir denn hier? Da unten ist einer, aber da will ich eigentlich ungern nochmal hin. Level aufpassen, mal Reihenfolge. Ja, wir halten uns, glaube ich, schon so weit an die Reihenfolge, ne? Ich glaube, so weit haben wir uns bis jetzt schon an die Reihenfolge gehalten. Wir fragen halt immer bei einem Pokécenter nach, wo wir als nächstes hingehen sollen. So, ne? So, ich glaube, die wollten wir machen, ne? Diese Arena wollten wir machen. Lass uns mal hier hinreisen. Ja. Lass uns mal dahin reisen und die Pokémon eben reparieren. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht irgendwo so ein Raid finden. Dann machen wir zwei, dreimal so ein Raid mit KI einfach. Ich glaube, das ist sinnvoller zum Leveln. Mach mal ganz da jetzt, komm. Sehr gut. Schankedön. Nur damit ich nochmal Bescheid weiß und nur noch, dass ich nochmal gefragt habe. Für diese Wasserarena hier, ne? Für diese Wasserarena brauchen wir welche Pokémon? Elektro und was war noch? Asami, falls Unwetter vorbei ist, sag bitte Bescheid, dass alles in Ordnung ist. Und ich hoffe, ich drücke die Daumen, dass es nicht allzu schlimm wird. Daumen sind gedrückt. Pflanzen-Pokémon. Okay, einen Pflanzer haben wir hier schon mal. Wir haben mit Pikachu. Haben wir Elektro. Muss doch zum Pokémon-Mechaniker. Ja. Wir müssen auch Dings machen. Inspektion. So, warte mal, wir bräuchten. Ach, leck mich doch. Wir bräuchten tatsächlich noch ein Pflanzen-Pokémon.
was wir nebenbei mit hochziehen könnten. Haben wir doch noch was? Hopspross. Wie war denn die GW2 DLC? Geil, war nice. Ich habe halt immer das Problem. Oh, hier Chilingel könnten wir nehmen. Chilingel könnten wir nehmen, theoretisch. Das DLC war mega. Das große Problem, was ich dabei immer habe, ist, dass ich dann immer Bock habe, das Spiel einfach komplett zu zocken. Ich hätte voll Bock, einfach Guild Wars jetzt zu daddeln, aber wann halt? So, das ist halt das Problem. Wann? Es ist im Moment schwierig. Irgendwie. Aber war schon geil. War schon richtig geil. Pass auf, ich lass Anton mal da, ne? Sorry. So, pass auf, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu einem Raid. Wo haben wir denn hier einen Raid? Ein bisschen aufgeheilt sind wir jetzt. Wie kann ich nochmal auf meinen Dingens springen? Oh. Okay. Ah, so war das, okay. Warte mal dann. Nein, falscher Knopf. Da wollte ich hin. So, ich gehe mal gerade an meinen Beutel. Kappa. Und würde, glaube ich. Ja, wobei, das ist schon okay, glaube ich, ne? Ich würde aber hier, warte mal, bewegen. Schleich dich, du Evolutionsbremse. Was ist denn los mit dir? So. Pass auf, da wollte ich ganz gerne nochmal Fragen gehen. Oh, hallo Framerate. Schön, dass du uns gerade nicht beehrst. So, warte. Geburtstag registrieren, um Rat fragen, genau. Wo kannst du als nächstes hin? Ich empfehle die Arena von Grabo. Genau, das ist die. Okay. Okay. Jo, ciao. Ja, das war alles, was ich wissen wollte. Laber mir bitte keine Kartoffeln ins Gesicht. Danke. Ach, leck mich doch. So. Okay, lass uns einen Raid suchen. Ach so, Moment. Nochmal Moment. Bevor wir weitergehen. Haben wir noch welche von diesen Bonbons? Ne, wir haben nur Hartminze und Ewigstein. Okay, schade. Okay. Boah, die Frames hier im Gebiet sind gerade wirklich Katastrophe, ne? Holy shit. Das ist ja wild. So, wo haben wir hier so einen Raid? Da vorne ist, glaube ich, einer, ne? Da vorne ist einer, da wollen wir hin. Hui! Yahoo! Boah, Mario kriegt jetzt auch eine neue Stimme, ne? Crazy shit. Ach, der Raid ist da unten. Da waren wir noch nicht. Scheiße. Okay. Diese Shit. Da oben ist einer. Guck mal. Den nehmen wir. Pimmel, bepimmel, bepimmel, bepimmel. Der Sprecher war über 70. Der Mann hat sich das mit 67 auch verdient. Nein. Das ist Nintendo? Nein, hat er sich schon verdient, klar. Hat er sich schon verdient. Huch! Flatutu! Ja, keine Ahnung. Okay, das war lame. Sehr gut. Weg damit. Oh no. Geil. So, wo war der Raid da drüben? Ich habe natürlich keine Ahnung, ob wir den Raid, ob wir dafür ready sind.
wir das schaffen? Ich habe keine Ahnung. Aber alleine kämpfen. Ehrenhaft. Haben die Raids irgendein bestimmtes Level? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber der ist relativ im Anfangsgebiet, das heißt, der wird doch nicht allzu krass sein, oder? Hä, warum hat der einen Motorradhelm auf? Was mit dem? Terra-Raid-Regeln. Terra-Raids haben ein festgelegtes Zeitlimit. Innerhalb dieses Terra-Pokémon besiegt werden muss. Eigene Pokémon, die dabei kampfunfähig werden, sind nach einiger Zeit wieder fit. Allerdings verkürzt sich dadurch die Zeit für den Raid. Also passt gut auf. Während Terra-Raid steht hier eine besondere Aktion anfeuern zur Verfügung. Damit kannst du unter anderem Mitstreiter heilen oder ihre Statuswerte erhöhen. Die Funktion ist dreimal pro Terra-Raid anwendbar. Okay. Okay, ich hasse Sachen auf Zeit, ne? Ich hasse Sachen auf Zeit, bin ich ehrlich zu dir. Cool, danke. Nice. Geil. Ja, ist halt ein Pflanzen-Pokémon, ne? Au. Sehr gut. Ist paralysiert. GG. Hä, voll nice. Ach, ein Käfer-Pokémon ist das? Okay. Ja, aber ich glaube, das sieht nicht schlecht aus, oder? Kriegen wir hin. Easy. Ciao. Hä, willst du mich verarschen? Der ist doch kaputt. Der ist doch down! Wieso kann der denn noch angreifen? Hä? Fangen! Ja, mach mal. Machen wir mit einem normalen Pokéball. Mal gucken. Vielleicht klappt's ja. Wir haben den zwar schon, aber vielleicht hat er ja ein höheres Level als unserer. Geil! EP-Bonbon, EP-Bonbon, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Nice. Nehmen wir alles mit. We take all of this, this is very good. Sieht man bei dem Raid vorher, bevor man den startet, welches Pokémon da als Gegner ist? Nee, ne? Chilingel. Welches Level hat das Pokémon? Nee. Bericht. Welches Level bist du denn? 20. Ist besser als den wir haben. Dann nehmen wir den ins Team. Hier, unser hat nämlich nur Level 15. Perfekt. Juhu. Okay, geil. Das hat ja schon mal super funktioniert, nicht? Haben wir hier noch irgendwo einen Raid? Da oben. Lass uns plaudern. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Habe ich keinen Bock drauf. So, weg. Esel. Wo ist dies? Okay, das hat einen Stern. Das sollten wir hinkriegen, oder? Was ist das für ein Pokémon? Ich nehme unser Feuer-Pokémon. Das sieht nur nach einer Pflanze aus. Ein Geist. Ach so. Sonnenkern? Was macht der? Was hat der? Was ist das für eine Art von Pokémon? Sollen wir Krokette nehmen? Oh, das ist Typ Geist, okay.
Was braucht man denn bei Geist? Unlicht. Ja, dann mache ich das Licht einfach aus, ne? Dann ist er auch Unlicht. Haben wir nicht, oder was? Sonnenkern ist so schwach, dass egal ist, was du nimmst. Okay. Da bin ich mal gespannt gleich. Ich würde es einfach mal mit Krokette probieren. Ich probiere es einfach mal, keine Ahnung. Wir haben kein Unlicht leider. Nur eins, und das ist Level 10, also. Keine Ahnung. Schauen wir mal, ob das was wird. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Kann doch bis, oder? Ja, bisschen schon. Hey, was denn da beim Kopf? Lass uns mal direkt mit dem hier probieren. Ich weiß, das ist wahrscheinlich Blödsinn. Alles klar. Easy. Ciao. Keck bei, du Lappen. Ja, wir probieren ihn zu fangen. Wenn ihr sagt, da hat man immer 100% Rate, dass man den fängt, dann nehmen wir den mit. Nicht gefangen. Ja, das wäre jetzt lustig, ne? Einfach der Erste, der das beim Raid nicht schafft. So, jede Menge EP-Bonbons. Wie kannst du eigentlich hier und gleichzeitig auf dem Kronk-TV-Channel zu hören sein? Das geht über KI heutzutage. Das geht über KI. Ich nehme auch nebenbei noch mit dem Erik schon was auf. Und Stranded Deep spiele ich gerade zu Ende. Ja, wir haben verschiedene Zimmer angemietet, wo ich nebenbei dann einfach, wo ich nebenbei dann einfach noch aufnehme. Hast du noch nicht, hast du den, doch, ich glaube den, doch, ich glaube Glurak haben wir, warte mal. Du weißt, dass manche Leute das glauben werden, ja natürlich. Das ist dann aber deren Problem. Ach stimmt, wir hätten den Glurak-Unlicht gehabt. Siehst du mal, aber der ist Level 50, ne? Das ist schon ein bisschen gemein, oder? Achso, warte mal, ich heile den mal gerade ganz kurz. Damit der uns nicht hops geht und ein paar Punkte kriegt. Ja, komm, nochmal. Zack. Wunderbar. Okay. Da unten ist noch ein Raid. Aber ich glaube... Ah. Können wir mit unserem Motorrad einfach da runterfahren? Was ist das denn? Ach, das ist der, den haben wir schon. Okay. Oh, hier liegen Sachen. Ein Superball, geil. Felsgrab. Können wir hier runter? Cool. Oh no. Come on, don't go me on this hack. I don't want to fight against you. I hate you. Ich muss wieder mein Stift auf mein Zeh machen, ne? Weil dieser Stich immer noch so juckt, Alter. Das ist Whisky. Ein Volltreffer, nice. Ich habe Formel 1 synchronisiert, falls sich einige fragen.
So, ab in den Raid. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Oh, das sieht mir nach einem... nach diesem Woll-Pokémon aus, oder? Glaube ich. Ich glaube, das ist dieses kleine Woll-Pokémon. Ja. Weiß ich gar nicht, ob wir den schon haben. Alter, nö. Oh no. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was für ein Pokémon wir brauchen, ne? Für den Scheiße. Na ja, okay, komm. Probieren wir mal. Wir sind hier auf der Gamescom? Nein. Ja. Oh, das ist sehr effektiv. Toll. Geil. Ich mag es aber, dass diese Raid-Kämpfe schneller gehen. Dass nicht jede einzelne Attacke zelebriert wird, sondern dass die Attacken einfach so bam, 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 dass die einfach so durchgeballert werden. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr nice, muss ich sagen. Oh no, it's Paralyze. It's Paralyze now. Ciao. Bada bim, bada boom. Realest guy in the room. How you doing? Tschüss. Jo, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Das letzte Mal entwickelt, das ist dein Schaf. Ah, ja, komm, nehmen wir trotzdem mit. Nehmen wir trotzdem mit. Auf der anderen Seite, wenn wir es schon haben, brauchen wir es eigentlich nicht nochmal fangen, ne? Ist eigentlich Blödsinn, aber scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf. Oh, 3 EP-Bonbons, geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr nice. Blub, 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 blub. So. Nö. Jo, ciao. Wobei, das ist... Welches Level? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, welches Level das hatte. Ich muss da mal drauf achten, um zu gucken, welche Level die sind, weil vielleicht sind die besser von dem Level her, was wir haben, ne? Da sollten wir auf jeden Fall mal drauf achten. Oh, hat der Kopf wieder. Moin. Wobei, das ist wahrscheinlich, ja, wobei das vom Level her wahrscheinlich nicht so weit vorne ist, ne? Wobei, Level 20? Was ist das bei uns für ein, wo ist der denn hier? Oder ist das Vati? Nee, ne? Vati ist ein anderes Pokémon. Naja, Vati müsste ein anderes sein. Doch, das ist der, okay. Was ich aber jetzt nicht so ganz verstehe, warum ist das schon entwickelt mit Level 18 und warum ist das Level 20 und... Oder ist das hier die Weiterentwicklung? Nee, Vati ist die Weiterentwicklung, ne? Hä? Und warum ist das mit Level 20? Wie kann das sein? Ach, in den Raids ist das random, okay. Krass. Ja gut, easy. Haben wir noch einen Raid hier irgendwo? Lass mal checken. Da vorne. Oh, guck mal da vorne. Hä, voll gut. Dann machen wir den Raid noch und dann verteilen wir mal die Bonbons und dann schauen wir mal, wie weit wir bis jetzt gekommen sind. Ich würde gucken, dass wir die Pokémon so auf Level 20 vielleicht bekommen und dann können wir in den zu dem Orden reingehen und mal gucken. Oh, das ist gar kein... Das ist gar kein Raid. Toll. Ist aber schon ein bisschen verwirrend, ne? Dass das kein Shiny ist. Das finde ich irgendwie so ein bisschen... Also so als Noob würde ich jetzt davon ausgehen, das ist ein Shiny. Da unten ist noch ein Raid. Geil.
Oh, hier ist auch noch einer. Hä? Oder ist... Ach, das ist der. Okay, keine Ahnung, wer das ist. I don't know. Let's go. Das einzig Nervige jetzt am Wochenende, mein Urlaub ist Dienstag zu Ende. Oh nein. Oh nein, das ist immer scheiße, ne? Das ist immer richtig kacke. Hast du dies denn nochmal Urlaub, Jocker? Oder war das die letzte? Also das Pokémon auf jeden Fall fangen, oder was? Oh, wirkungslos. Fantastisch. Wow, Alter. Nein, ich brenne. Spontane Selbstentzündung. Irgendein Pokémon hat gerade Biss eingesetzt, ne? Holy shit. Richtig krass. Ist aber schon ein bisschen gemein, dass die Pokémon immer auf uns gehen, ne? Das ist schon ein bisschen gemein. Aber kriegen wir hin. Man hat ja doch genug Zeit irgendwie, ne? Biss! Oh. Au. Die gehen auf alle. Ach so. Ah, okay. Ah, okay, okay, okay. Sah für mich gerade gar nicht so aus. Aber easy. Und weg damit. Reingesnackt den Schinken. Willst du mal meinen Schinken sehen? Was? Und fang. Let's go. Ich hab die Tage mal geguckt, man kann Pokémon, die neue, also die Staffeln kann man ja bei RTL gucken, ne? Bei RTL Plus, also kostenlos. Und das ist ja schon bei Staffel 24 einfach, ne? Richtig krass. Das ist der letzte Mal, was ist der letzte, ein Tag wegen Cons, aber keinen richtigen. Und Weihnachten habe ich 25.12. bis 1.1. Bereitschaft, also auch kein richtiger Urlaub. Oh, scheiße. Scheiße. RTL Plus kostet... Ja, du kannst auf die Seite von denen gehen. Die haben auch ein bisschen kostenlosen Content. Und Pokémon kannst du einfach draufgehen und... Und kannst da einfach gucken. Ja, einfach auf der Webseite kannst du einfach gucken. Ich war auch überrascht. So, Knabon. Ein Feuer-Pokémon. Interesting. Shit. Ich wollte gucken, welches Level der hat. Okay, Level 12. Naja. Okay, another box. Da Ash 30. Ja, ich war überrascht. Ich wusste gar nicht, dass Ash überhaupt noch, dass Ash überhaupt noch ein Thema ist. Ich dachte, den gibt's schon lange gar nicht mehr. War ich sehr überrascht. Oh, da unten ist auch einer. Let's go! Okay, nehmen wir den auch noch mit. Was ist das für ein Pokémon? Krokette rausholen oder was? Sieht für mich nach einem Kroketten-Pokémon aus. Ryu? Ja, okay. Let's go. Krass, wie die Pokémon einfach, wie die Pokémon einfach an den Links erkannt, ne? An den Silhouetten. Finde ich sehr beeindruckend.